freue mich heute Morgen euch zu sehen. Heute Morgen, Sonntagmorgen, keine Kinderstunde. Das ist für mich wie, ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Und ich finde es eine schöne Sache, dass wir uns auf diesem Wege sehen und dass ihr hier dabei sein könnt. Ich habe euch zwei Stühle hier. Cool, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch zu sehen, beziehungsweise ihr seht mich. Und dass ich den Morgen mit euch beginnen kann. Das ist nämlich eine tolle Sache. Was macht man denn an einem Morgen, wo man vielleicht keine Freunde zu Hause hat, wo man keine Hausaufgaben machen muss, zum Glück, weil heute ist Sonntag. Man muss nur Montag bis Freitag Hausaufgaben machen, vielleicht noch am Samstag, je nachdem. Und es ist eine schwere Zeit, das weiß ich, weil man muss halt, hat halt die Mama oder die Papa als Lehrer, nicht mehr die Lieblingslehrerin, die wo man sonst hat. Aber trotzdem kriegt ihr das hin und da bin ich ganz stolz auf euch, dass ihr das toll macht. Finde ich eine coole Sache. Aber wenn man Zeit hat, dann fallen einem tausend Dinge ein, wo man machen kann. Und mir fallen auch immer tausend Dinge ein. Man kann im Garten was machen, man kann im Keller was machen. Aber ich habe hier einen Schrank und der Schrank hat diese Schlüssel. Und das ist ein ganz besonderer Schrank. Den Schrank hat mein Papa mit mir gebaut, beziehungsweise mein Papa hat ihn gebaut und ich habe zugeguckt. Es war dicke Stahldinger sind es drin und da sind meine ganzen Schätze drin. Ich habe gesammelt für mein Leben gern, habe ich in meiner Jugend gesammelt, sammle auch jetzt noch ein bisschen, nur ein bisschen andere Sachen. Und ich habe gesammelt und da habe ich hier eine kleine Kiste, da habe ich ein paar Sachen drin. Ich hatte früher Bierdeckel gesammelt, die habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Aber ich habe hier eine kleine Mappe, da habe ich alle Geldscheine gesammelt, was ich von meinen Freunden, von meinen Eltern, von allen gekriegt habe. Da ist ein Dollarschein, da ist was aus Kenia drin, da sind quasi ganz verschiedene andere Scheine drin, aus Ungarn, hier aus der Türkei, das ist ein israelischer Schein, die habe ich alle gesammelt und in meinem Schrank verwahrt. Ich habe von meinem Freund, dem Joachim, das ist mein Freund aus Köln, der ist weggezogen, der hat mir Briefe geschrieben und ich habe zurückgeschrieben und die habe ich natürlich auch gesammelt und noch vieles mehr. Aber der Favorite war immer entweder Briefmarken oder Münzen und da habe ich jetzt euch mal Briefmarken mitgebracht und dann werdet ihr mal sehen, wie teuer Briefmarken sein können. Und da seht ihr mal, 1.500.000. Da steht sogar mal 1 Billion drauf, riesige Summen. Und da denkt man, boah, der Rainer, der ist aber reich, du hast so viele Geldbriefmarken. Aber ich kann euch sagen, nichts mehr wert, nichts mehr wert. Und als ich noch jung war, da hatte ich so viel Spargeld, habe ich da reingehängt. Ich habe kein Eis gekauft, bin nicht ins Kino gegangen, hab mir Briefmarken gekauft. Und heute sind sie nichts mehr wert. Und als ich da durchgestöbert habe, den Stahlschrank, dann habe ich hier diesen Satz gefunden. Das war ein ganz besonderer Satz, den hat mein Papa mir gekauft, da war ich glaube ich so 14, da war hier in Möglingen so eine Münzbörse und da hat es, wenn ich das auch mache, es ist reines Silber und es war so, so cool, weil das war nämlich der Satz, den wo nur ich hatte, meine ganzen Freunde hatten so einen tollen Satz nicht. Ich hatte quasi hier richtig tolle Münzen und da war ich ganz stolz drauf. Und als ich diesen Satz gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, da gibt es eine Geschichte und die wollte ich euch kurz erzählen und mit euch teilen heute Morgen. Da ist ein junger Mann, das war vor längerer Zeit, das war schon länger her, da gab es noch keine Autos, da gab es noch keine Flugzeuge, da musste man immer laufen. Denkt ihr mal, wenn ihr immer in die Schule laufen müsst ihr vielleicht, oder wenn ihr immer zum Einkaufen laufen müsst, oder wenn ihr in Urlaub laufen müsst, wie lang das wäre, wäre super lang, aber damals war das ganz normal. Und der Mann ist gelaufen, hat seine Freunde besucht, hat spazieren gegangen am Sonntag, wenn er nicht arbeiten musste, und hatte hier so die Zeit verbracht. Und als er gelaufen ist an dem Sonntag, war wahrscheinlich ein schöner Tag, da hat er mal einfach auf die Seite geguckt, an den Randstein. Und als er da gelaufen ist, auf einmal hat zwischen den Blättern was rausgeblinkt und er hat stehen geblieben, hat sich gebückt. Und was hat er gefunden? Eine Münze, eine super Münze, die war groß, die war silbern, die war leuchtend. Und er hat sie gefunden. Der Mann hatte nicht so viel Geld und hatte sich somit so gefreut, sowas zu finden, sowas Wertvolles. Und hat sie genommen und hat sie in seine Tasche gesteckt. Und ab diesem Tag, als er gelaufen ist, der ist die gleichen Wege gelaufen, der ist im Park gelaufen, der hat seine Freunde besucht und ist einfach weitergelaufen. Und dann hat er aber sich nicht mehr an den Sachen erfreut, was er gesehen hat. Er hat die Blumen nicht mehr gesehen, er hat die Sonne nicht mehr gesehen, die wo gelaufen ist, die wo geschienen hat. Gelaufen ist sie nicht, geschienen ist sie. Und dann hat er nichts mehr gesehen, sondern er hat immer nur noch nach links und nach rechts geguckt. Und als ein Freund vorbeigekommen ist, hat er gar keine Zeit für den gehabt, hat nur gesagt, hey, schön dich zu sehen und hat weiter gesucht, ob er noch was findet. Und tatsächlich hat er was gefunden. Er hat mal eine kupferne Münze gefunden, die war
wertvoll, aber nicht so wertvoll. Und dann ist er weitergelaufen, hat wieder seinen Blick immer nach unten geneigt, immer nach unten. Und nach einer Zeit hat er eine silberne Münze gefunden, war auch wertvoll, aber nicht so wertvoll. Und hat dann weitergeschaut. Und so ist sein Leben vorbeigegangen. Sein Leben ist Tag ein, Tag aus, als er gelaufen ist, hat er nur noch nach links und nach rechts geguckt, hat nur noch die Blätter und den Staub und die Kanten geguckt, aber hat nicht mehr gesehen, was ihm begegnet. Er hat nicht mehr gesehen die Freunde, die ihm begegnet. Er hat nicht mehr gesehen die Sonne, wenn sie scheint. Er hat nicht mehr gesehen, wenn die Blumen blühen im Frühling. Er hat einfach nichts mehr gesehen, sondern er hat nur noch nach so einer Münze gesucht. Er hat nur noch nach so einer Münze gesucht, die er nie mehr gefunden hat. Der junge Mann ist dann irgendwann mal alt geworden, wie gesagt, und dann ist er gestorben. Und der Mann, der hatte hier was verloren. Der Mann hatte was verloren. Er hatte zwar eine silberne Münze gefunden, hat aber die Freude und das Besondere am Leben einfach verloren. Sein Herz war leer. Sein Herz hatte quasi die Freude, die wo das Leben ausmacht, die Freude zu sehen, mit Freunden zu sprechen, die war einfach weg. Und das war an sich eine sehr, sehr traurige Geschichte, wenn man quasi seine Prioritäten im Leben falsch setzt. Ich habe hier Als Sammler hat man natürlich so eine Lupe, und mit der Lupe, da kann man alles ganz genau sehen. Und wenn ich mir diese Geschichte genau angucke, dann sage ich, Mensch, der Mann hat wirklich hat sein Leben verloren letztendlich. Ich habe hier die Bibel dabei, und das ist eine besondere Bibel, weil die gehört der Rahel, deswegen ist sie so flauschig. Also ich habe so eine Bibel natürlich nicht, und ich wollte sie nur mitbringen, weil sie einfach cool aussieht, vielleicht euch gefällt, und deswegen habe ich die mitgebracht. Die Bibel ist in Italienisch geschrieben, also die kann ich gar nicht lesen, aber sie soll ein Sinnbild sein, dass wir einfach hier was finden können, wo wir auch genau hingucken können, was einfach bleibt und was unser Herz dann einfach reich macht und unsere Freude reich macht. Ich habe hier eine Karte bekommen von einem guten Freund, und was ist wahrer Reichtum für dich? Und das finde ich eine tolle Sache. Was ist wahrer Reichtum für dich? Ist es so eine Münze, die wo du auf dem Straßenrand findest? Ist es Freundschaft? Ist es Familie? Oder gibt es da noch mehr? Und die Bibel hat noch viel, viel mehr für dich, weil nämlich Jesus das Herz nämlich erfüllen möchte, dein Herz erfüllen möchte und möchte das reich machen und möchte das einfach mit dir teilen. Ich habe hier einen Spruch dabei. Da steht in Sprüche 17, Vers 17, ein wahrer Freund beweist zu jeder Zeit seine Freundschaft. Und das ist doch ein steiler Satz, oder? Ein wahrer Freund, ja, und wenn man einen wahren Freund hat, der wo auch in schwierigen Situationen zu einem hält, wenn ihr einen wahren Freund habt, der wo euch anruft und mit euch WhatsApp schreibt oder mal einfach vielleicht vor der Türe steht und mit dir ruft und quasi durchs Fenster mit dir spricht, dann ist es einfach, wo einem das Herz einfach erfreut, weil man weiß, hey, da ist jemand, der nimmt Anteil an meinem Leben. Und genauso so ein Freund möchte Jesus sein. Der möchte dein Freund sein, und das findet ihr in der Bibel, in den Geschichten. Und dann könnt ihr einfach das auch nachlesen und einfach mitnehmen in euer Herz. Ja, jetzt habe ich das euch weitergegeben, die Geschichte, aber jetzt möchte ich noch mit euch beten und einfach das in Gottes Hände legen, dass ihr einfach in seinem Schutz einfach seid für diese Woche. Herr Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass du der bist, der würdig zu uns steht und der jederzeit bei uns ist. Danke dafür, dass unser Herz einfach sich öffnen darf für dich und dass wir unser Leben mit dir teilen und wir den Reichtum erleben, den du uns schenken möchtest. Danke dir, Herr Jesus, dass du da bist und dass du jedes Einzelne segnest, dort, wo es auch immer ist, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, dass du da bist. Amen. Jetzt habe ich noch was dabei. Und ich habe hier vorher noch eine Europakarte gezeichnet. Und Europa ist ja das Land, wo wir ja leben. Also wir leben hier in Deutschland. Ihr wart ja vielleicht schon in Italien im Urlaub, in Spanien im Urlaub, in Frankreich oder woanders, Polen. Oder hier ist jetzt Slowenien zum Beispiel. Hier ist, unten ist Griechenland. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eine tolle Aufgabe. Ihr malt euch auch so eine Europakarte. Und könnt dann quasi in die einzelnen Länder jeweils entweder ein Geldstück, so wie hier das aus Frankreich, oder hier eine Briefmarke aus Deutschland, könnt ihr jeweils in dieses Land reinkleben und könnt es voll machen. Und wenn ihr denkt, ihr habt alles gefunden, was zu finden ist, weil das bedeutet nämlich sammeln. Sammeln bedeutet nämlich, Dinge zu suchen und zu finden und dann hier reinzukleben, beziehungsweise dann nachher quasi zu vervollständigen als Satz. Und wenn ihr gedacht habt, ihr habt alles drin, dann könnt ihr das uns schicken. Dann könnt ihr ein Bild hinschicken, und aus allen Einsendungen tun wir einen Preis auslosen, den wo wir euch dann entweder übergeben, und das freue ich mich, wenn ich euch den übergeben kann und euch bald wieder sehe, oder wir schicken den euch, eins von beiden.
Euch wünsche ich einen schönen Sonntag. Genießt den Nachmittag. Ich wünsche euch eine schöne Zeit zusammen mit der Familie. Ruft eure Freunde an, schreibt ihnen Briefe oder WhatsApp und sagt ihnen einfach, hey, ich vermisse euch und wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute euch, macht's gut, euer Rainer. Tschüssi.